Wann verkaufst du, was verkaufe ich? Wie geht's dir? Mir geht's super, Dankeschön, wie geht's euch? Das ist schon zu viel, ich weiß es nicht. 200 Gramm? Keine Ahnung, wir machen nach Gefühl. Guten Morgen, Dankeschön, wünsche ich dir auch. Socken oder so, nee, verkaufe ich nicht, das reicht doch schon lange. Meinst du, das sieht so wenig aus? Das ist irgendwie... Egal, wir gucken gleich. Dankeschön, Zier, Alex, fürs Folgen. Leute, ich war so lange nicht mehr live, das ist so komisch. Hauen wir mal zwei Eier rein in unser Teig. So. Wo warst du denn? Ich war in Serbien, da war kein Internet. Aber hat mir gut getan. Kannst du aber auch noch mit Piercing zeigen? Nee. Ich glaube, das war echt ein bisschen viel Mehl. Dankeschön, Björn, fürs Folgen. Okay. Ups. Scheiße, jetzt habe ich eine Schale drin. Muss ich gleich irgendwie rausfischen. Oha, einfach beim ersten Mal direkt auf dem Messer. Lass es dir später schmecken, die Pfannkuchen. Danke, danke. Ich habe sogar extra Erdbeeren gekauft. Mit extra Einkaufspfannkuchen jetzt. Einfach mal ein Handtuch hier nehmen. Dankeschön, Black Tiger, fürs Folgen. War gut, ja, war voll gut. War im Urlaub. So, hauen wir Milch rein. Schöne, gute Milch von Penny. Und machen wir auch mal nach Gefühl. Aber ein bisschen viel Milch, egal. Schön gerne, danke, danke. Und dann kommt noch so ein ganz bisschen Mineralwasser rein. So ein kleiner Schuss. So. Dann machen wir noch Zucker. Jetzt einfach den. Was machst du, Pfannkuchen? Kommt. Zucker. Eine Prise Salz. Ich weiß gar nicht, ob da was rauskommt. Hast du... Nee, ich weiß nicht mal, was das ist. Und eine Sache habe ich gerade vergessen, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Drehen wir mal um. Boah. Gucken wir mal gleich, was geworden ist. Ah, ein Schuss Mehl kann auch rein. Was habe ich gerade gesagt? Ein Schuss Mehl, ich meine ein Schuss Öl. Ich habe echt Reden verlernt. Für die Privatschein darf ich. Leute, ich antworte nie auf Privatnachrichten. Ne? Dankeschön, gut sein fürs Folgen. Danke, danke, danke. So, ich muss mal kurz gucken, wo überhaupt Öl steht. Das ist nur Olivenöl. Eigentlich passt Olivenöl da nicht zu. Hm. Oder ich hau ein bisschen Margarine rein. Was ist das? Ist das nicht sogar sowas wie Öl? Rama zum Braten, ist das nicht das gleiche alles? Woher kommst du? Ich komme aus Hamburg. Dankeschön, Vicky's Live für das Teamherz. Danke, danke. Ich glaube, es ist sogar alles das gleiche. Oder nicht, ich weiß es nicht. Endlich wieder live, ja Leute. Ich war nicht in Deutschland, deswegen war ich nicht live. Kann man einfach Olivenöl in den Pfannkuchen-Dingsteig machen? Gibt jetzt kein anderes Öl. Oder ich schmelze ein bisschen Margarine. Was ist das Rezept? Keine Ahnung, ich mache irgendwas. Was? Ich war in Serbien. Ich hab euch auch vermisst. Dankeschön, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Vom Ding her sieht das gut aus, aber hier fehlt mir noch ein bisschen Öl. Warum kriege ich jetzt Öl her? Hm.
Bist ja noch am Leben. Ja, ich bin noch am Leben. Wie geht's? Mir geht's super. Dankeschön. Wie geht's euch? Nachbarn fragen? Nee, egal. Dankeschön, Leland, fürs Folgen. Ich nehme einfach ein bisschen Olivenöl, oder? Sonnenblumenöl, aber ich weiß, sie sagen alle, das ist ungesund, aber egal. Ein ganz kleinen Schuss Öl. Das hat meine Oma mir beigebracht, dann klebt der Teig nicht so sehr. Muss ich kurz Hände waschen. Auch die Frage der Frage, in welcher Pfanne ich das gleich mache. Oh, ich habe aber schon echt Hunger. Irgendwie wenig aus vom Teig her. Das wird Pfannkuchen. Ich glaube, ich nehme so eine kleine Pfanne und mache so kleine Pfannkuchen. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Danke nochmal fürs Folgen. Hi, hi Jan. Morgen, was geht? Bei mir geht jetzt Pfannkuchen machen. Was geht bei euch? Die ist schon ein bisschen zu klein. Guck mal, was es hier so gibt. Ich mache es jetzt einfach in der kleinen Pfanne hier. Ja. Leute, ich und Touchherd, ne? Wir hassen uns. Ich komme mit diesem Touchherd nie klar. Also wirklich, ich kriege immer so einen Nervenzusammenbruch, weil ich das nie anbekomme, nie die Stufe runterbekomme. Ich habe einfach nicht dieses Gefühl für so einen Touchherd. Du bist wieder da, ja Leute, ich bin wieder da. Dankeschön, nein fürs Folgen. Was kostet Pfannkuchen? Dankeschön, EKD fürs Folgen. Hi, hi, Schweine-Emojis, was geht? Ich muss mal kurz gucken, ob hier so ein Pfannwender ist. Oder wie das auch da heißt. Nee, ich glaube, gibt's nicht. Da muss ich den aus dem Teil nehmen.